Zack. Und es ist soweit. Aus, aus. Die Ampel ist aus. Um mal hier einen Fußballvergleich reinzubringen. Liebe Leute, die Ereignisse überschlagen sich. Wir sind eigentlich noch gar nicht ganz fertig mit Trump und Amerika. Und da gab es schon den nächsten Hammer. Deswegen jetzt eine Breaking News-Sendung. Am Start ist Frank Höfer und Wolfgang Eckert. Wir besprechen die aktuellen Ereignisse hier in der neuesten Ausgabe, in der überhaupt neuen Ausgabe von Breaking News. Ja, dann sage ich einen schönen guten Tag, die Herren. Hallo Frank und Wolfgang, eine Freude ist es mir, dich wieder mal zu sehen und mit dir hier diese Themen zu beackern. Grüß dich. Gito, mir geht's genauso. Ja, Leute, also, Aufregung pur, die letzten 48 Stunden kann man schon sagen, dass da einiges passiert ist und Trump fängt sofort mit der Arbeit an und beendet die Ampel. Er ist noch gar nicht ganz drin und schon geht's los, oder? So habe ich zumindest mal gelesen heute auch schon. Ja, ich würde es genauso sehen. Also, ich meine, es ging gar nicht anders. Wir mussten, glaube ich, irgendwo in irgendeiner Form reagieren. Wir haben uns so stark positioniert hier in Deutschland gegen Trump. Also, sowohl die öffentlich-rechtlichen Medien als auch die Politik, also die Regierungspolitik, dass, wie soll ich sagen, das Statement von Klaus Kleber: jetzt kann man sich nur noch erschießen, nachdem das Wahnsinn. Wahlergebnis dann auch klar war. Unglaublich. Ja, auch berechtigt war, ne? weil in dem Moment mussten wir uns neu aufstellen. Weil wir mit dieser Regierung, die so anti-amerikanisch im Trumpschen Sinne war, konnten wir nicht weiterarbeiten. Das heißt, wir mussten uns überlegen, was wir machen. Wir mussten uns neu erfinden. Und äh, ich denke mal, es gibt eine Art äh, ewiges Establishment hinter den Regierungen, das dafür sorgt, dass letztendlich die Stabilität der Interessen der Nation gewahrt bleiben. Das ist bei uns vermutlich äh, Bundesnachrichtendienst unter anderem. Und äh, die werden durchgegeben haben in die Regierungsspitze. Ihr müsst euch jetzt umbauen, ihr müsst euch jetzt neu definieren. Ihr braucht auch vermutlich neue Köpfe und ihr müsst euch äh, zur AfD vermutlich sogar hin öffnen, weil die Ui. AfD sowohl mit Amerika Trump als auch mit Russland Putin gut steht. Äh, ich hatte das erst in zwei Wochen erwartet, äh, dass sich das äh, so gibt, aber nicht innerhalb von 24 Stunden, dass es so schnell sein würde nach der amerikanischen Wahl. Dass sie sich bei uns in die Köppe schießen, das ist peinlich. Ja. Da hätte man wirklich ein bisschen mehr Zeit verstreichen lassen können, weil das internationale Paket lacht über so. Also, das ist ja schon mal eine ganz steile These zu Beginn hier. Frank, hast du die Rede von Herrn Steinmeier gesehen? Ich habe gelesen, er hat eine ziemlich dicke Schleimspur gezogen. Hast du es zufällig mitgekriegt? Nee, Steinmeier nun gerade nicht. Ich fand ja die Reden von Scholz, Lindner und Habeck jetzt in den letzten Stunden äh, sehr erhellend. Da ist der Wahlkampf äh, eröffnet worden und ja, Wolfgang, ich gebe dir recht, man hätte ein bisschen mehr Zeit verstreichen lassen, äh, wenn man das so nah an die ähm, Wiederwahl von ähm, Trump knüpft, äh, dann verknüpfen das natürlich auch die Köpfe in dieser Nachrichtenlage ja, und verbinden das natürlich, äh, so dass man im Prinzip tatsächlich schon das Meme hat, ja, äh, Trumps erste Amtshandlung war Lindner zu feuern. Und ähm, <laughs> was halt auch in dem Zusammenhang interessant ist, ist, äh, unsere Medien wollen es einfach nicht wahrhaben. Du hattest gerade schon Klaus Kleber erwähnt, Zeit online, ja, äh, fiel nur eine einzige, ein einziges Wort als Schlagzeile ein. Ja. Als Trump wiedergewählt wurde, hieß es Fuck. Ja. So, jetzt sind wir äh, bei YouTube demonetarisiert. Egal, weggucken hilft nicht, Angst hilft nicht und am Ende bleibt nur hilflose Selbstberuhigung übrig. Ähm. Also diese Schlagzeile ist international beobachtet worden. Ne? Also das, das ist ein ganz klares Statement, so nach dem Motto, ähm, was da in Amerika passiert, äh, das ist uns ganz und gar nicht recht und jetzt guckt die Welt auf die Zeit online. Also unfassbar, wirklich unfassbar. Auch wie ihr es schon angesprochen habt, die Nachberichterstattung von AD wahlnacht nach elf Stunden und Klaus Kleber und das alles. Also, die Deutschen wurden ja darauf eingeschworen, dass es nur Kamala Harris sein kann. Mit 73 Prozent, wenn in Deutschland gewählt worden wäre, wäre Kamala Harris Präsidentin geworden. Jetzt ist es ganz anders gekommen. Ähm, ich habe jetzt noch gar kein endgültiges äh, Wahlmännerstimmenergebnis. Ist das jetzt alles ausgezählt schon? Oder, Nein. oder fehlt da noch ein bisschen was? Also das Harris Lager hat ja angekündigt noch am Wahlabend, äh, da, da wird fleißig gezählt, so dass jede Stimme auch äh, Genüge getan wird. Mittlerweile ist ja die Wahlniederlage eingeräumt worden, also es ist völlig klar, Donald Trump. Ist wieder Präsident. Ähm, eigentlich überhaupt nicht überraschend, ja. Viele haben ja gemutmaßt, äh, wähle, die Wahl würde zwar gewinnen, aber ausgerufen würde trotzdem nicht, wegen Wahlmanipulation, etc. pp. Das ist jetzt natürlich gar kein Thema mehr. Ähm, das Ding ist klar, nur unsere deutschen Medien wollen es irgendwie halt wirklich nicht wahrhaben. Da ähm, hat man im Prinzip, als es noch nicht hundertprozentig feststand, sondern nur so zu 99,5 Prozent feststand, dass es Trump wird, trotzdem sich noch an diesen Strohhalm geklammert und äh, gegen Trump berichtet. Und wie du sagtest, das kommt nicht gut an in Amerika. Ja? Also es ist äh, äh, kein gutes Polster, was wir uns da geschaffen haben. Und wenn jetzt die Ampel wenige Stunden später daran zerbricht, ist es natürlich was. Und was man dazu sagen muss, ganz klar und auch ersichtlich. War das ja ein abgekadertes Ding. Ja. Und lange vorbereitet. Man muss ja mal überlegen, was da ablief. Ja, Scholz hat im Prinzip im Schatten der US-Wahl, ja, weil sowieso alle darüber berichten, diese Krisengipfel im Kanzleramt einberufen, wo er Habeck und Lindner äh, bestellt hat. Nur um dann den Lindner die Pistole auf die Brust zu setzen, Unmögliches zu verlangen, quasi äh, ein, ein Aufkündigen der Schuldenbremse. Und da hat Lindner als Finanzminister gesagt: Nee. Das geht nicht. Und dann stellt sich Scholz mit ein, wenige Minuten später mit einer Rede vor der Presse, ja, die äh, auch sehr eindeutig darauf hinweist, dass das vorher schon alles so geschrieben und geskriptet war, wo er den Lindner nun äh, den Koalitionsbruch vorwirft mhm. und äh, sagt, mit so jemandem kann man nicht arbeiten und das schadet dem Land und er muss äh, Schaden vom Land ab. Wenden, das ist ja sein Amtseid, deswegen blieb ihm nichts anderes übrig, als diesen Querulanten zu feuern. Ja? Also, das fand ich interessant, diesen Zusammenhang halt, wo du jetzt davon sprichst, äh, wie jetzt die Scheidung zustande gekommen ist, dass es um die Schuldenbremse gegangen ist. Das fand ich interessant in der Nachbearbeitung oder in der Nachbeschau. Äh, ja? Also, erst kam ja äh, der Kanzler, der sich gemeldet hatte, dann kamen die Grünen und dann kam Lindner. Und ich fand die Grünen noch am ehrlichsten, muss ich sagen, wie sie rübergebracht haben, warum sich das Ganze denn nun aufgelöst habe. Äh, da hatte ich auch gesagt, es ging um die Finanzierung der Ukraine. Und das muss man sich auch mal wieder jetzt reinpfeifen. Ja? Also in der Situation, wie Amerika uns jetzt hinüberwirkt, halt eben der amerikanische Raum auf den europäischen und auf den deutschen. Äh, da geht es ja darum, dass Putin einen Frieden machen wird, vermutlich, wenn Trump einen Deal vorschlägt, was er tun wird. Das heißt also, die Ukraine wird befriedet werden und wir machen uns darüber hier noch in der Bundesregierung offensichtlich. Bei den Grünen ist das natürlich kein Wunder, das ist eine Kriegspartei, Gedanken, wie können wir die ganze Sache noch am Laufen halten. Also, heißt, wie können wir jetzt noch zusätzlich Gelder in diesen schon verlorenen Krieg reinstopfen? Was ja völlig wahnsinnig ist. Da wird vermutlich halt Lindner noch gesagt haben, seid ihr eigentlich völlig verrückt. Wir haben das erstens, das Geld haben wir nicht, und zweitens mal da rein, wo wir kurz vor dem Frieden stehen. Das war für mich sowas von wie soll ich sagen, irrational, das war Science-Fiction. Was ich erwartet hatte, war, dass Europa halt eben sich jetzt aufrüstet, das war klar, die Amerikaner tun nicht mehr viel für uns. Das heißt, wir müssen uns da auf dem äh, militärischen Sektor neu erfinden, müssen uns neu aufstellen und selbst aufstellen, endlich mal selber auf die Füße stellen und uns auch ein Stück weit von der NATO verselbstständigen, dass wir äh, als Europa auch ohne die Amerikaner funktionieren können, was nur gut ist, was nur gut ist. Was schlecht ist, sind halt eben diese Leute im ewig gestrigen Geist wie Habeck und äh, wie Merz, die halt immer noch an irgendwie diese Transatlantik glauben, die gar nicht mehr vorhanden ist in Amerika. Die Transatlantik wurde gerade beerdigt in Amerika. Und diese Strukturen scheinen bei uns noch am Leben zu sein, während sie in Amerika schon auf dem Totenbett liegen. Das ist das Verrückte dabei. Und wie weit das gehen kann. Dass halt eben Habeck nochmal übertölpelt werden könnte, im wahrsten Sinne, übertölpelt werden konnte, hat man an März gesehen, der halt eben jetzt gesagt hat, wir brauchen Kriegsultimaten an Putin. Da denkt man sich, hallo, er tritt's denn wohl noch? Ich meine, da kann ich nicht gut schlafen, da habe ich drei Wochen harten Schul, wenn ich sowas höre. Er scheinbar überhaupt nicht. Das scheint ihm vollkommen egal zu sein. Der Mann scheint nichts mehr zu merken. Der muss dringend hinter Gitter. Da muss sich irgendein Gericht drum bekümmern. Ich bin ja halt eben Demokrat, ich will ihn nicht Persönlich oder durch einen Volksgerichtshof möchte ich ihn nicht schleifen, aber da muss ich doch irgendwo ein Gericht finden, das diesen Mann da irgendwie in die, in die Grenzen weisen kann. Das Gute an der Geschichte nun, von dem, was März rausgelassen hat, in meinen Augen, ist, dass nun wirklich auch der letzte Depp bei dem BSW erkennt, dass man mit der CDU nicht kann und auch nicht darf. Das heißt also, die Länderbündnisse im Osten, die möglich wären zwischen AfD und BSW, die sollten mal überdacht werden. Das BSW kann niemals mit der CDU in eine Regierung, keiner, der noch halbwegs vernünftig ist, kann mit dieser CDU unter März in ein Bündnis gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob sich da die CDU neu aufstellen wird. Ja, aber das wird doch definitiv so kommen. Wenn du jetzt die Umfragen anschaust, die CDU ist jetzt stabil bei über 30 Prozent. Das wird die führende Partei sein, die aus der Wahl nächstes Jahr hervorgeht oder im Frühjahr, je nachdem, wann jetzt eben Wahlen angesetzt werden. Aber äh, ja, ich, ich, also ich, ich muss das jetzt erstmal einordnen, alles. Nochmal zurück: äh, Vertrauensfrage möchte der Scholz stellen, aber nicht sofort, sondern im Dezember noch, um dann in der ersten Bundestagssitzung im, ersten, im Januar dann äh, sozusagen die, die, das abstimmen zu lassen im Bundestag und dann für den April irgendwie Neuwahlen anzusetzen. Jetzt habe ich heute schon ein paar Artikel gelesen in diese Richtung. Warum nicht sofort jetzt nochmal vier, fünf Monate weiterwursteln und das ganze Chaos noch weiterbringen? Also die kritischen Journalisten sind mit Wut vor dem Schaum gerade an der Tastatur und machen sich da ihrem Unmut äh, Luft. Lies mal bei Alexander Wallasch und so weiter oder auch beim Reitschuster, denen die haben echt die Schnauze voll und auch vor kurzem wieder ein Weltmoderator, der da mal eben einen FDP-Politiker vor der Kamera richtig scharf angegangen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Letzte Woche gab es schon mal so einen so so ein, ähm, äh, Clip, der viral gegangen ist. Vielleicht haben sie Lust davon be bekommen, weil es so, so ein Hit war. Aber dieser kluge heißt er, glaube ich, der Mann, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der Weltmoderator hat diesen Politiker wirklich in die Schranken gewiesen, um es mal so zu sagen. Der hat immer seine Plattitüden angefangen, der FDP-Mensch. Und ja, wissen wir, wissen wir jetzt, was ist denn jetzt konkret, was ist denn am Ende der Woche? Und also, ich habe auch das Gefühl, dass in der Journalie so langsam irgendwie die Leute, die Faxen dicke haben, oder ist es ein Spiel, das sie machen, um halt hier sich ja, 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 jetzt jetzt sind wir kritische Opposition oder jetzt sind wir kritische Medien. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, wie die Medien darüber jetzt berichten. Ja, einige rudern zurück und das machen sie immer. Ja, dann ich habe das auch schon gemerkt halt eben bei einigen Auslegern, die äh, jetzt sagen, äh, wie konnte man mit äh, Trump so umgehen? Wie konnte man ihn so in die Ecke stellen? Uh, und das sind die gleichen Journalisten, die das vorher selber gemacht haben. Also die Journalisten sind ein ganz mieser Haufen, muss ich sagen. Also die sind noch einiges unternutten. Natürlich sind sie genauso bezahlt und uh, der Job ist ziemlich ähnlich, uh, aber... Sie sind übler, weil sie liefern uns wirklich auch nichts Gutes. Sie liefern uns, äh, wie soll ich sagen, der wirtschaftlichen Pleite aus mit der Regierung, die wir hatten. Und sie fanden alle, die Grünen, gut. Da können wir uns, äh, sollten wir uns keinen Sand in die Augen streuen lassen. Äh, und äh, was halt eben Klima anbelangt oder Corona oder Kriegssanktionen, das haben sie ja alles mitgetragen. Und das macht uns kaputt. Und jetzt tun sie irgendwie ab und zu mal so bei Corona zum Beispiel. Ja, was wurde das so einseitig behandelt? Sie haben es ja selber gemacht. Was ich widersprechen wollte ganz kurz, wo du sagst halt eben ja, die CDU ist jetzt bei 30 Prozent, da wird sich jetzt wahrscheinlich nichts ändern an der Führungsspitze. Das kann durchaus sein, dass sich was ändern kann, denn äh, ich glaube, Stolper hatte das Doppelte. Der hatte glaube ich 60 Prozent und ist abgelöst worden wegen irgendwie. Äh, er passte nicht mehr rein in neue Koalitionen und dann war er sofort weg gewesen. Und das sollte sich die CDU dringendst überlegen, weil so es nicht. So, sie brauchen eine Partei zum Koalieren demnächst halt eben in drei Monaten und das wird so nicht gehen. Ja, naja, das Zeichen aus Amerika jetzt mit Trump, ja, wo die Zeit wirklich schockiert äh, ist und viele deutsche Medien auch, ähm, hat halt eine Zeitenwende jetzt eingeläutet und auch den Leuten aus der Ampel wird klar. Äh, das war es jetzt so langsam für Sie. Und was da jetzt alles äh, dahinter steckt, wie gesagt, von Scholz offensichtlich schon länger geplant ähm, und auch perfide, wie, wie ich es vorhin schon sagte, in den Schatten der US-Wahl gesetzt, dass das Ganze vielleicht nicht so auffällt, äh, sondern am Ende wirklich als spontane Entscheidung äh, dastehen bleibt, wo man er, er hätte nicht anders reagieren müssen. Ja, er muss seinem Amtseid jetzt nachkommen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, und der Lindner ist dieser Schaden. Ja? Was Aber Entschuldigung, Frank, ich würde nicht so weit zurückgehen, wenn du halt eben sagst, okay, also das hat er schon seit langem geplant, das glaube ich gar nicht. Ich hatte den Eindruck tatsächlich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich hatte den Eindruck wirklich, dass die Journalie und die Politik bei uns tatsächlich ihre eigenen Lügen geschluckt und geglaubt haben. Ja, das dass sicherlich. Die, dass sie Aber. es so, dass Trump nicht durchkommen wird. Und da frage ich mich, wie strunzdumm die eigentlich sind. Auch in Amerika. Gut, in Amerika ist es so, dass sie sowieso korrupt bis über beide Ohren sind. Das heißt also, die Parteien kaufen sich Meinungsumfragen. Das müsste sich bei uns irgendwo beim Bundesnachrichtendienst auch mal rumgesprochen haben, dass sie den Politikern sagen, das müsst ihr nicht glauben. Aber offensichtlich haben sie es geglaubt. Man hätte sich nur mal angucken können, wie die Wettquoten gestanden sind. Das war das Entscheidende. Die Wettquoten sind ehrlich, die Umfrageinstitute sind, sind käuflich, das ist der Unterschied. Ja, wobei ich da schon zwischen Kanzleramt und unserer Medienjournalie äh, unterscheiden würde. Äh, man hat sicherlich gewusst, auf, äh, was da auf die zukommt. Und äh, das jetzt, äh, also ich denke schon, dass es von längerer Hand geplant ist. Immerhin haben wir jetzt auch Wahlkampf und gestern ist er offiziell eröffnet worden. Und äh, das ist die erste Handlung gewesen. Erstmal die Schuld für die äh, völlige Misere der letzten drei Jahre komplett den Lindner in die Schuhe schoben. Äh, schieben ja äh, Schützenhilfe dabei leisten äh, Habe Habeck und Baerbock ähm, und äh, da ist man sich einig äh, äh, Lindner ist jetzt weg so und äh, der ist quasi der Schuldige ja also es gibt Leute die glauben das ja wenn es der Kanzler so verkündet und äh, die 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 Presse springt äh, dieser Sache ja bei ähm, aber nichtsdestotrotz, mit Trump hat das jetzt nicht nur ausschließlich was zu tun. Ich glaube schon, dass das von längerer Hand zumindest als Option in der Schublade lag. Vielleicht auch für den Fall, wenn Trump gewinnt, wie auch immer. Äh, die Umfragen hierzulande werden die ja auch nicht ignorieren. Und äh, was die Brandmauer betrifft. Das könnte man vielleicht äh, noch ähm, als Zeichen äh, deuten aus Amerika, dass äh, die Brandmauer nicht ewig halten wird. Und in Sachsen hat man ja jetzt schon gesehen, was passiert, wenn sich äh, eine Bromberg-Koalition eben nicht einigen kann. Ja? Dann äh, stellt der sächsische Ministerpräsident fest, naja, mathematisch gibt es jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit. Ja? Und, äh, äh, aber, aber, aber wer, er redet auch nur mit dem sächsischen AfD-Chef Orban, <laughs> Und das hat er ja gemacht, und Berlin ist gleich wieder explodiert, ja? oder zumindest die CDU in Berlin. Und das sind ja so erste Anzeichen davon, dass diese Brandmauer Bröck hält. Ja? Und letztlich, die Mathematik kannst du nicht überwinden. Wenn es da Mehrheiten gibt, äh, dann, dann, dann wird irgendjemand irgendwann zugreifen. Das wird auf Landesebene zuerst geschehen, davon bin ich überzeugt. Mal gucken, was jetzt in Sachsen passiert. Ja, aber, ja. aber überleg mal damals... geht nicht, also was jetzt? Überleg mal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, 1999 Österreich mit der Rechtsregierung, da war Haider irgendwie mit dabei und dann kam die EU um die Ecke mit Sanktionen gedroht gegen Österreich. Also selbst wenn jetzt hier Deutschland wirklich vernünftig werden würde und würde hier jetzt ein äh, konservatives Bündnis schmieden, dann würde doch von oben der Hammer kommen und Ursula persönlich würde auf dem Besen daherreiten. Oder? Ich denke mal das ist die Frage, wie wir uns halt eben gegenüber der EU verhalten. Ich denke, dass die äh, AFD nicht mehr oder ja, ein Stück weit haben sie schon ihren Frieden gemacht mit der EU. Also, da heißt es dann nicht diese EU, wenn es in den Europawahlkampf geht, zum Beispiel. Also, äh, wenn sie sich nicht grundsätzlich gegen die EU wehren und keinen Dexit haben wollen, dann kann man sie eigentlich akzeptieren, denke ich mal. Was wir in Europa nicht gebrauchen können, ob das ist der EU-Raum ist oder der europäische NATO-Raum oder Europa als Geografie. Ist ein Krieg. Und wir, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wir sind verdammt nah davor, wenn ich mir den, äh, den März angucke. Und deswegen müssen sich die Parteien neu erfinden. Das müssen sie sowieso. Das müssen sie eigentlich sowieso. Nach dieser Wahl, wenn dann in drei Monaten wieder neu angetreten wird, dann können sie mit den alten Köpfen nicht kommen. Jedenfalls nicht die Regierung, das mal ganz sicher. Die BSW, die haben kein Problem. Die haben auch vorgemacht, wie es ist, wenn man einen Kopf oben drauf setzt, der eigentlich die Leute anzieht und frisch ist. Und das hat geklappt. Und das ist bei allen anderen der gleiche Fall. Also die FDP mhm. zum Beispiel wird wahrscheinlich mit Lindner nicht weitermachen können. Würde ich denken wollen. Also die sollten den Kubicki zum Beispiel nehmen, der der AfD immer Stimmen wegnehmen kann. Mhm. Weil er im Grunde so spricht wie die. Und auch vernünftig ist in der Wirtschaft beispielsweise. Der betont nicht die Gesellschaft. Das ist das Problem bei der FDP immer gewesen, dass die halt eben bei einer linken Regierung gesellschaftlich völlig aufgemacht haben und die Wirtschaft war ihnen egal. Oder bei einer rechten Regierung, in Anführungszeichen, da ist es die Wirtschaft, die sie halt eben dann freimachen, und die Gesellschaft ist ihnen egal. Was Buschmann gemacht hat jetzt Drogen freigeben, Geschlechter freigeben, alles freigeben. Das heißt, die haben damit Stimmen eingebüßt. Das heißt, sie brauchen eine neue Persönlichkeit obendrauf, das wird Kubiki sein, bin relativ sicher. Dass jetzt gerade in diesen Tagen Schröder aus Russland rüberkommt und sich hinsetzen und halt eben mit Orban spricht und halt eben einen auf Staatspolitiker macht, ist auch nicht von Zufall geprägt. Und es in der SPD sagen viele Leute, dass der Mann noch was in der SPD zu sagen habe. Aha. Du meinst die das Interview mit Roger Köppel und Viktor Orban, genau, das er gemacht ja, hat? Genau. Mhm. Weltwoche. Und, ja. mhm. und die CDU zum Beispiel, es ist sicher, dass die CDU unter Spahn mit der AfD zusammengehen würde. Und Spahn ist jemand, der war mit Rick Grenell und ist nach wie vor mit Rick Grenell gut verbündet. Und Rick Grenell ist der Geheimdienstchef unter Trump. Und er war es auch vorher als deutscher Botschafter hier bei uns. Und diese Verbindung zu haben, ist natürlich ideal. Mhm, mh. Das einzig Dumme bei Spahn ist, dass er sich durch Corona verbrannt hat. Aber das ist nur in unserer Blase bisher so richtig gesehen worden. 80 Prozent wissen es damit ja. zu anzufangen. Mal ganz kurz auf die FDP zu kommen. Wissing verlässt die jetzige Verkehrsminister, verlässt die FDP und bleibt Verkehrsminister. Was hat denn der jetzt gemacht? Also klebt er so an seinem Sessel, dass er da jetzt seine eigene Partei verrät? Oder wie, wie kann man das beurteilen? Es gibt keine eigene Partei für ihn. Er hat gesagt, der Staat kann es besser als die Wirtschaft. Also hat er in dieser Partei nie was zu suchen gehabt, mhm. weil die FDP ist eine Partei, die sagt, äh, die, der freie Markt äh, regelt alles. Das ist nicht mein Ding. Also ich würde dem mhm. nicht zustimmen, aber das glaubt die FDP, die Liberalen. Das ist ja die, was ich ein Spruch, der hängt über dem Bett und über dem Schreibtisch. Dass der freie Markt halt eben heilig ist und der Staat sollte beschnitten werden. Und er hat genau das Gegenteil gesagt. Deswegen weiß ich gar nicht, was der überhaupt jemals in der FDP zu suchen hatte. Frank, was <laughs> bringt deine neueste Recherche? Ich habe deine Augen, hab, die haben sich sehr stark bewegt gerade. Nein, äh, es ist halt hochinteressant, äh, dass der Scholz nicht etwa das Ampel aus äh, sofort verkündet und die Vertrauensfrage stellt, sondern äh, jetzt im Prinzip erstmal auf diesem Weg äh, den Leuten versucht einzutrichtern. Alles, was bis jetzt schief äh, lief, äh, lief nur wegen Lindner schief und jetzt ist der weg und jetzt können wir mal richtig zeigen, was wir können. Ja? Das klingt schon fast wie eine Drohung. Trotzdem <laughs> hat er angekündigt, äh, am 15. Januar äh, mhm. die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Äh, wohl wissen, dass das dann halt noch ein paar Wochen so und so lange bis Neuwahlen etc. pp. dauert. Worum geht es? Ja, äh, es geht darüber, um äh, über die Diätensaison, so nenne es mal, zu kommen. Ja? Äh, ab März gibt es Kohle. Und ähm, so lange muss man halt noch im Amt sein. Es geht um weitere tausende Sitze. Man weiß ja, äh, die SPD war ja besonders stark drin in den letzten drei Jahren, den Verwaltungsapparat aufzuplänen. Ja, da geht es um eine Menge Stellen. Äh, wenn die hier nicht mehr Sagen haben, dann verlieren die die Stellen wieder größtenteils. Deswegen braucht man noch ein paar Wochen Zeit, um da noch das, das Beste für alle rauszuholen, sozusagen. Ja, und wie gesagt, wir sind im Wahlkampf. Ähm, spätestens jetzt. Und äh, jetzt. Endlich ja, äh, darf der Lindner mal äh, sagen, was Phase ist, weil ähm, auch wenn der jetzt an allem schuld ist, ja muss man ja sagen, hat der ja am wenigsten Schuld als Junior-Junior-Partner. Was man ihm vorwirft und was 75 Prozent seiner Wähler ihm vorwerfen, äh, weswegen die FDP nach jetzigem Stand raus wäre aus dem Bundestag, äh, ist ja, dass er seine Wähler verraten hat, indem er diesen links-grünen Blödsinn mitgetragen hat. Ja? Und das kann man ihm auch vorwerfen. Nichtsdestotrotz ist das ja nicht seine Politik gewesen? Ja. Er hat ja jetzt auch angekündigt, er würde gerne mal mit seinen Ideen regieren können. Ja. Und man soll mich da jetzt bitte nicht falsch verstehen: Ja, es ist kein Plädoyer für Lindner, aber wenn man die drei hat, Scholz, Habeck, Lindner, ja, dann äh, ist das der einzige, ja, bei dem hier oben überhaupt noch was stattfindet. Es ja. ist nicht alles doof, was der sagt. Das attestiert ihm auch Friedrich Merz, ja, wobei ich den jetzt auch nicht als Referenz ranziehen will, aber. Ich teile die Meinung. Ganz oft sagt Lindner tatsächlich was Vernünftiges. Und was ich damit sagen will, ist, er ist eigentlich nicht das schwarze Schaf, zu dem er jetzt gemacht wird. Er ist eigentlich der einzige vernünftige von den dreien. Oder sagen wir mal so der vernünftigste von den dreien. Ja. Also, Frank, wo ich halt eben nochmal eingreifen wollte, ganz kurz, ist, ich würde unterschreiben, dass mit den Diäten, das mit Sicherheit richtig, und den Pöstchen. Was war denn das? Musste das sein. Die Ampel wurde mal kurz in der Hydraulikpresse dahin befördert, wo sie hingehört. <laughs> Aber ich, ich glaube auch, dass halt eben sich äh, der Kanzler sagt: äh, Ich kann ja noch weitermachen. Ich kann ja eine Minderheitenregierung erstmal ein paar Monate weiterarbeiten lassen. Meinetwegen auch weit in das nächste Jahr hinein, wenn ich mir jedes Mal für Vorlagen die Zustimmung im Bundestag hole. Und die wollen halt eben noch ein paar Gesetze durchbringen. Ne? Und die äh, Amerikaner, da sieht man ja auch, da wird noch kräftig gerudert. Noch ist Trump präsident elect und noch nicht im Weißen Haus. Das heißt, es werden noch ein paar Sachen abgewickelt, gerade in den letzten Wochen. Äh, und äh, da wirft äh, Biden jede Menge Kohle äh, nach Ukraine rüber, jetzt gerade, in diesem ja. Moment. Und das wird bei uns auch nicht anders laufen. Das genau. heißt also, jetzt wird OLAF noch versuchen, bestimmte Sachen zu machen, damit die Wirtschaft endgültig geschrottet ist oder halt eben die Ukraine noch mal Geld bekommt, etc. pp. Und da kann er sich tatsächlich auf bestimmte Mehrheiten im Bundestag noch verlassen, weil die CDU ist nicht weniger korrupt als er selber und nicht weniger NWO als er selber. Und das ist die große Gefahr, die ich jetzt sehen würde. Ich hatte eine richtig, richtig große Angst bekommen, gestern Abend, nochmal kurzzeitig. Es gab mal so eine Sendung bei uns hier in München, das war der Schockmoment. Da bist du morgens halt aufgestanden, hast das Radio angemacht und dann haben die dir die falsche Uhrzeit gesagt. Die haben eine Stunde später gesagt. Weißt du, du bist dann aufgestanden, dachtest du, musst um 8 Uhr zur Arbeit, du bist ja früh genug aufgestanden, dann sagen die, es ist 9 Uhr und du bist halt eben zusammengebrochen. Und genauso ist es mir gestern gegangen, als ich gehört habe, dass Habeck der Finanzminister wird. Gott sei Dank ja, formal äh, übernimmt er jetzt erstmal die Amtsgeschäfte, bis jemand feststeht. Er hat ja selber gesagt, er will dieses nein, nein, er hat es auch nicht. Es ist wieder, zu, es ist der Schockmoment gewesen. Ach so, ja. Ein Spaß erlaubt, offensichtlich. Sein Staatssekretär wird es werden. Ja, Und, nicht mal seiner, sondern es ist halt einer von der SPD. Was halt eben gut, die SPD-Genossen sind nicht gerade die Hellsten auf der, auf der Torte. Wirklich nicht. Aber sie sind nicht verbrecherisch, wie es die Grünen sind. Also von daher denke ich mir, Gott sei Dank. Also was haltet ihr von dieser Meldung hier? Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Apollo News meldet, dass Fässer dann jetzt noch das Justizministerium übernimmt. Und ja, das, das ist, ist doch gut. praktisch, weißt du, ja. weil das Justizministerium ja im Prinzip das war, was äh, ihren Wahn, äh, freie Medien verbieten zu wollen, äh, noch gestoppt hat. Ja. Ja. Wenn sie jetzt sozusagen darüber entscheidet, ob da irgendwas jetzt, also ich meine, weißt du, das geht überhaupt nicht. Das, äh, Sie, oder, oder, oder gibt sie ihr Amt als Innenministerin jetzt auf? Sie hatte haben... zwei Ämter oder setzt sie jemanden von ihren eigenen Leuten rein? Und Bildung bekommen sie auch noch? Ich meine, hallo, bist du mal durch die Straßen gegangen, wenn morgen Schule ist? Und hast, du <laughs> Jungen, hast du den Leuten mal zugehört, wie die reden? Ich meine halt. Das Aber ist ich meine, die allermeisten Menschen sind da schon äh, damit überfordert, ein Ministerium anständig zu leiten. Ja. Aber dann ist das offensichtlich nicht die Anforderung. Wahrscheinlich. Ja, unfassbar. Wie kriegen wir jetzt, ähm, weil du sagst, die, die Trump-Wahl hatte einen sehr, große, äh, sehr großen Einfluss auf das, was jetzt hier, auf dieses Politbeben in Berlin. Mhm. Ja, äh, du meinst, da gab es hinter den Kulissen schon mal von der bald neuen Regierung irgendwie so einen so Wink nach Berlin hier? Nein, die werden nicht gewunken haben. Also wer gewunken hat, das hat mit Sicherheit halt eben der Bundesnachrichtendienst gewunken und entsprechende Gremien in der Wirtschaft, die jetzt gesagt haben, an die Politik, die letztendlich ja alle vier Jahre wechselt und äh, wie soll ich sagen, auch irgendwo aushelfen müssen für andere Interessen, die oben drüber stehen, die halt eben ewig sind. Ewige deutsche Interessen. Die gibt es ja. Man muss das gar nicht glauben. Und äh, diese Leute werden dann gesagt haben: wir müssen uns hier verändern. Weil wir haben, wie soll ich sagen, wir sind ja eine Exportnation. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nach wie vor. Wir waren mal Exportweltmeister. Wir haben es erfolgreich geschafft, halt eben jetzt uns hinten anzustellen. Aber wir machen immer noch hauptsächlich Export. Und wir brauchen Absatzmärkte. Und wir haben tatsächlich es geschafft, die Waffe auf unsere Knie zu richten und zweimal reinzuschießen mit den Russland-Sanktionen. Das heißt, wir haben uns den Ostmarkt weggenommen. Und jetzt schießt uns Trump in die andere Hälfte des Knies rein, weil er jetzt praktisch Amerika einmauert und sagt, ihr kommt bei uns nicht mehr in den Markt rein. Das war aber von Anfang an klar, dass er das so machen würde, wenn er dran kommen würde, weil er will ja praktisch Amerika wieder reindustrialisieren, äh, reindustrialisieren, weil die Amerikaner ja keine Realwirtschaft mehr haben. Die haben ja alles auf die Finanzwirtschaft gesetzt, genauso wie die Engländer auch. Das heißt, also die können sich gar nicht mehr selbst ernähren. Die müssen ja alles importieren. Das heißt, Trump hat irgendwie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder eine eigene Wirtschaft aufbauen. Und das können sie nur, indem sie halt eben erstmal Ruhe haben und äh, keine Konkurrenz. Das heißt, sie müssen die Chinesen raushalten und uns raushalten. So, und äh, jetzt haben wir zwei Märkte nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wo können wir denn eigentlich unsere Güter noch absetzen. Gehst du jetzt nach Afrika oder gehst du jetzt in den arabischen Raum, die gehen alle zur BRICS oder Indien oder wie sie alle heißen. Mhm. Das heißt also, der BRICS-Raum ist riesengroß geworden und denen geht es verdammt gut da drinnen. Das heißt, wir haben die Russen praktisch äh, sanktioniert und die Russen sind gewachsen, während wir klein geworden sind. Das heißt, mhm. wir müssen das umdrehen, wir müssen wieder zurückfinden in einen Absatzmarkt und in einen diplomatischen Markt. Und das ist der Osten, ganz klar. Und wir können jetzt die Situation, wie sie jetzt besteht, eigentlich als, als Steilvorlage nehmen. Wenn Trump sagt, er möchte mit Russland wieder äh, zu guten Bedingungen kommen, dann ist das für uns nur gut. Dann sollten wir uns dort anhängen, dann sollten wir dort mitmachen, dann sollten wir dort mitverhandeln, dann sollten wir halt eben auch mithelfen, dass die Ukraine befriedet wird und sollten dann wieder versuchen, in ein normales Verhältnis mit Russland reinzukommen. Und zwar ein normales, was dann auch ausbaufähig sein muss, weil die Amerikaner ziehen sich zurück. Wir brauchen Ansprechpartner, wir brauchen Bündnispartner, wir brauchen diplomatische Partner, wir brauchen Gespräche. Und die können wir jetzt machen und wir können jetzt mit dem BRICS-Raum auch zusammen wachsen. Aber welche deutschen wirklich? Parteien wären denn in der Lage, das zu tun? Da fällt mir im Moment nur BSW und AfD ein. Richtig. Und da muss man halt eben gucken, dass man dann innerhalb jetzt der großen Lager, der vermeintlich großen Lager, Leute findet, die dort übernehmen, die jetzt nicht mehr so bleiben können. Olaf kann nicht bleiben. Das kann man sich mal wegstreichen. Das heißt, es muss jemand hinterherkommen. Wenn es jemand ist, der mit Schröder gut kann, dann ist das gut. Dann ist das sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass die SPD sich für links hält, was sie nicht ist. Sie ist einfach nur Wischiwaschi und, und uh, NWO und uh, was ich, Vogue und alles Mögliche. So, und das heißt, also das zieht natürlich äh, genau solche Querköpfe dann auch an. Das heißt, die Partei ist genau wie die CDU unter Merkel äh, mit, mit, äh, mit Knalltüten vollgestopft worden, ja. Aber das Entscheidende ist letztendlich, wer oben steht. Der gibt halt eben vor, wo es lang geht. Und wenn es jemand aus dem Raum Schröder ist, dann kann das nur gut sein. Und wenn es bei der CDU der Spahn ist, dann kann das auch nur gut sein. Jedenfalls nicht Merz. Das, funkt, das funktioniert überhaupt nicht. Jetzt ist die Frage, inwieweit sich Moskau denn da jetzt so öffnen wird, weil Peskow, was Peskow oder äh, Medvedev, ich weiß es nicht mehr, äh, da ging es darum, dass, kein, dass Putin dem Präsident Trump jetzt nicht gratulieren wird, weil Amerika immer noch als Feindstaat angesehen wird. Ich glaube, das, das spielen die ein Stück weit auch. Also ja. das habe ich mich auch gewundert. Von einem halben Jahr hat es schon geheißen, dass Putin das eigentlich gar nicht so möchte, dass der Trump gewinnt und Biden wäre verlässlicher, äh, ja vielleicht in seiner Korruptheit oder Kriegsentscheidung Das mag ja durchaus sein. Nur äh, wir wissen genau, dass äh, die Persönlichkeit von Trump äh, für Putin die bessere ist, weil der will einfach zu einem Ausgleich kommen. Er ist im Grunde auch berechenbar, weil er nämlich ein Wirtschaftler ist. Der sagt halt eben, was kostet uns viel Geld, was kostet uns wenig Geld, womit habe ich es einfach, womit kann ich gut leben. Das sind eigentlich ganz vernünftige Entscheidungen. Die Wirtschaftler treffen eigentlich die vernünftigeren Entscheidungen als die Ideologen, sieht man ja am besten an den Grünen. Und äh, ich denke mir, das wird nur gut laufen. Es wird gut laufen jetzt unter Trump, was die Ukraine anbelangt, wo ich Angst hätte, das wäre die Iran-Frage. Gerade was den Vize- Minister anbelangt. Mhm. Ähm, wir, wir sind jetzt schon so weit weg von der Wahl in Amerika, weil die Ereignisse hier, das alles äh, quasi ad absurd nicht, die haben das schon obsolet gemacht. Aber ich möchte mal ganz kurz auf die Performance von Kamala Harris kommen, die uns ja die, als die Heilige, als die Erlöserin die letzten Wochen beschrieben worden ist. Es gibt einen Clip auf CNN, da ging es um die Oberperformance von ihr. Und ich weiß jetzt nicht genau, was Oberperformance ist, aber vielleicht geht es in die Richtung, wo sie denn besser war wie Joe Biden. So habe ich das zumindest mal interpretiert. Und er benutzt einen Ausdruck, Ausdruck der linke Journalist hier, der sagt Holy Smokes, also so wie was, ach du meine Güte. Hört doch mal kurz an, was die dazu sagen haben. So, you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So, we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming 2020? Holy Smokes. there you go. Uh, so, let this go away and see if there's anything in the east side there. Uh, Literally nothing? Nothing. Really nothing. Literally not one county? Also, overperforming heißt, wo war die Kamala Harris besser? als Joe Biden im Jahr 2020. Nirgendwo. Nicht ein einziger Wahlbezirk in Amerika hat Kamala Harris letztendlich eine bessere Performance dargestellt wie Joe Biden. Was bedeutet das? Ich glaube, das ist die Grafik sogar nur für Frauen. Ja, Männer sind da gar nicht mit dabei. Noch, noch krasser. Also Joe Biden hat bei Frauen überall mehr Stimmen geholt als Kamala Harris beeindruckend. Es ist unfassbar, was, was man da jetzt gemacht hat und ich habe mich wirklich gefragt, wenn, mal angenommen, jetzt hätte dieser Wahlbetrug stattgefunden und die hätten jetzt wirklich Harris ausgerufen und sie wäre Präsident geworden, wie hätte man das denn machen können mit Pressekonferenzen und mit Auftritten und so? Wir wissen ja alle, dass sie offensichtlich intellektuell ein bisschen benachteiligt ist. Joe Biden hat es dann auch gekriegt. Ja, mit, mit Sprechkarten und so weiter, ja. Also... Ich, die hätten es irgendwie gemacht. Ja. Darüber, die hätten das von Anfang an schon über, überreißen müssen eigentlich, weil ich kann mich noch daran erinnern, als äh, die Entscheidung gefallen ist auf sie, wer jetzt nun praktisch beiden ablösen soll als Nachfolger. Und äh, da war in Amerika über mehrere Tage, einen Streit darüber entbrannt, dass es nicht möglich sei, sie zu nehmen. Das wäre dumm, weil sie noch weniger attraktiv für den Wähler wäre, als es Biden eh schon war, mhm. nach seinen verrissenen öffentlichen Auftritten. Mhm. Ja. Und dann haben sie es trotzdem durchgesetzt irgendwie und dann haben sie sich tatsächlich entschieden dazu nein, also wir nehmen die jetzt und wir werden jetzt alle Ja und Armen rufen. Dann haben sie alle Ja und Armen gerufen, dann kamen auch die Umfragewerte auf einmal so positiv und alle haben dann irgendwo an ihre Lügen geglaubt. Also das war klar, dass es nicht werden würde. Sie hat doch ständig halt einfach gegigelt, gelacht und, und, und äh, du hast gemerkt, dass da keine Substanz hinter ist. War das vielleicht Absicht, dass man sie ins Rennen schickt, um Trump dann doch zu haben? Also mir genau. kommt es fast zuvor, so wirklich. Also wenn ich das jetzt so höre, was du sagst, dass man da sich mit, mit ihr auf den denkbar schlechtesten Kandidaten geeinigt hat. In der Vorwahl 2020, als es darum ging, wer geht ins Rennen fürs Präsidentenamt bei den Demokraten in der letzten Wahl, da ist sie von 21 Kandidaten als erste ausgeschieden damals. Also die, die. Die, die Underperformance ist noch übertrieben, was die Frau gemacht hat und dann hat man die jetzt ins Amt gehievt im Juli und da frage ich mich ganz ehrlich jetzt, wieso eigentlich, wenn man doch von Anfang an wusste, dass das nur eine Hülle ist und wenn der Teleprompter ausfällt, sie im, in der Dauerschleife festhängt und so. Ich habe sie auch gesehen gegen äh, Talsi Gabbard, als sie miteinander diskutiert haben und Talsi Gabbard war besser als sie. Und das äh, war den Zuschauern auch klar, mhm. dass Tulsi Gabbard besser war. Und die Tulsi Gabbard ist dann ganz hinten angestellt worden in der Demokratischen Partei, also eingemottet worden. Und zwar so sehr, dass sie dann irgendwann aus dem Schrank rausgetreten ist und gesagt hat: Ich gehe jetzt rüber zu Trump. Mhm. Das muss man sich vorstellen, aber das sind totale Versager in der Demokratischen Partei. Schärlich. Oder sie haben es absichtlich gemacht. Ich habe auch keine Ahnung. Es ist so bizarr. Was ja. bedeutet das Ganze denn jetzt eigentlich so auf der äh, Kriegsebene, geopolitischen Ebene, auf der militärischen Ebene? Wir haben jetzt Trump, der hat angekündigt, sobald er am Amt ist, kann er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Ja. Röper hat ja eine Flasche da rum dagegen gewettet, dass er das schafft. Äh, mit Matusek, äh, Wolfgang, mit Matusek haben sie gewettet. Ja. Wenn am 1. Ja, wer das März... Das nicht gesehen hat, ja, herrliches Wortduell, <laughs> Nacht zum 3, live äh, bei der Wahlsendung zwischen Matusek und Röper, ja, darf man nicht verpassen. Ja, aber... Ähm, Sag doch nochmal, Frank, die Wette. Erklär es kurz. Also wenn am 1. März der Krieg beendet ist... Kriegt der äh, Matthias Matussek vom, vom Röper eine Flasche edlen Karibischen rum? Nee, umgekehrt. Nee. Röper sagt ja, Trump ist nicht in der Lage, den Krieg so schnell zu beenden, weil es eben gar nicht im Amerikan ja, äh, eben. Trumps, äh, im amerikanischen Interesse ist, den Krieg nicht zu beenden. Da kann Trump machen, was er will, sagt Röper. Ne? Matussek hat gesagt, er äh, der äh, Meinung, er kann das sehr wohl. Genau. Und wenn der Krieg beendet ist, am ersten muss Thomas zahlen. Ja. Und Thomas sagt, ja, ja. nö, das geht weiter, weil die EU die Kohle von den Russen abgreift und äh, quasi dann das in den Krieg weitersteckt. Die Europäer lassen sich den Krieg nicht vermiesen. So, das war die Richtung. 1. März ist der Stichtag für den Rum, das, darum geht es ja, also. ja. Gut, Wolfgang, was sagst du dazu? Wird er es schaffen, ja? Wird Trump den Krieg so schnell beenden können, indem er, das ist ja das Narrativ, ganz einfach sagt, gibt keine Waffen mehr für die Ukraine, dann ist Deutschland die EU auch dazu gezwungen äh, und dann wird Zelensky oder wer auch immer ihm nachfolgt, ähm, zu Friedensverhandlungen äh, gezwungen sein, die letztlich auch beinhalten, dass eben die Ukraine das ganze Gebiet nicht zurückerobert. Das sagen ja mittlerweile auch viele Militärstrategen, das wird nicht passieren. Ja. Jeder, der da stirbt, stirbt im Prinzip äh, für ein unerreichbares Ziel. Und ähm, das ist das, was ja auch Trump mehr oder weniger durch die Blume sagt, und dass äh, das auf diese Weise befrieden will, indem er Zelensky dazu zwingt, da diese Gebiete eben schlicht und ergreifend. An. Treten, äh, neutral zu bleiben, keine Atomwaffen zu bekommen und im Idealfall selber auch zurückzutreten. Ne? Also ich so. denke, der Trump wird tatsächlich sich rausnehmen aus dem Geschäft. Es wird kein Geld mehr fließen in die Ukraine, es wird auch kaum noch Geld äh, in die NATO fließen. Also die werden jetzt sagen, ihr müsst selber klarkommen. Äh, ihr müsst den ganzen Laden selber unterhalten und dann haben wir uns das zu überlegen, äh, ob wir uns gegen Russland abkämpfen wollen, was das bringen soll. Ich habe heute Morgen noch gehört, das war irgendwie eine Betrachtung von einem sogenannten Experten, dass äh, unsere Sicherheitsfragen äh, durch die Ukraine in Europa unmittelbar tangiert werden und äh, das dürfen wir nicht zulassen, das heißt, wir müssen die Ukraine äh, zurückerobern, also praktisch der Ukraine helfen, das ganze Gebiet wieder zurückzubekommen und was das an der Sicherheitslage dann verbessern soll, wenn wir mit den Russen halt eben mit bis zu den Zehn bewaffnet äh, an der Front stehen, das weiß ich nicht, ja, und die Ukraine ist für meine Begriffe ein Zwischenstaat, äh, der jetzt äh, nicht so klar als europäischer Staat definiert werden kann. Also es war ja früher sowieso mal Teil der Sowjetunion gewesen und äh, wie Kissinger gesagt hat, es sollte ein Brückenstaat sein zwischen Europa und Russland, sodass praktisch beide Seiten den Staat pampern und aufrüsten, also wirtschaftlich aufrüsten und nicht militärisch, sodass sich dann beide Seiten auch verständigen können. Das war was recht kluges, was er gesagt hat. Und das sollten wir so machen. Ich meine, ich wüsste auch nicht, warum sie es nicht machen sollten. Das könnte vielleicht an unserem System liegen. Das kann sein. Weil da können wir in die Geschichte auch zurückgehen, in die Wirtschaftsgeschichte. Man guckt sich an, wie es halt nach dem Ersten Weltkrieg gewesen war, als äh, die Kommunisten rangekommen sind und haben dann mit dem Verstaatlichungsprogramm begonnen. Das ging relativ schnell. Äh, da hat man dann gemerkt, wie die plutokratischen Exportnationen im Westen darauf reagiert haben und zwar sofort mit Krieg und zwar Großbritannien und Frankreich und die äh, verschiedenen Politiker an der Spitze, die dann auch entsprechende Aktien gehabt haben von Shell und wie sie alle geheißen haben, die jetzt gerade ihre Latifundien in Russland verloren haben und jetzt läuft es nicht kaum anders ab in der Ukraine. Na, da wiederholt sich jetzt einiges. Das sieht man ja an dem, was äh, Kiesewetter da gesagt hat, aber wie er geheißen hat, äh, der gesagt hat, wir haben da im Osten der ähm, Ukraine halt Bodenschätze, die wir brauchen. Für unseren äh, Klimaweg, also das, die Klimafrage ist immer noch in den Köpfen der Leute. Das hat ja jetzt auch Lindner gesagt gestern, ne? dass wir das Klima noch irgendwo noch im Kopf behalten müssen. Müssen wir nicht, ja? Wir können das Klima hier nicht retten in Deutschland, solange die äh, Chinesen und Amerikaner nicht mitspielen. Aber egal. Also wie gesagt, die plutokratischen Exportnationen führen immer wieder Krieg für Interessen, die mit der Wirtschaft verbunden sind. Das sehen wir jetzt gerade ganz aktuell in der Ukraine und in Russland. Und das hatten wir schon mal so gehabt. Was ich problematisch auch zusätzlicherweise sehe, wenn wir halt eben diese Eliten zurückpfeifen können, ein Stück weit in Kontrolle bringen können, dann bleibt immer noch eine andere Gruppe übrig, die wir nie richtig im Sichtfeld haben. Und das sind die Religiösen, die esoterisch gebundenen, die Okkulten. Also, die Endzeitfanatiker, die man in den verschiedenen Religionen hat, ob das jetzt im Muslimenraum ist oder unter den amerikanischen Christen oder unter den Juden, die jetzt sagen, wir brauchen einen Endzeitkrieg, durch den dann praktisch eine messianische Zeit angeläutet wird. Und dieser Krieg soll halt eben über den Iran laufen. So, und. Der Punkt ist nun folgender: dass, wenn Russland in der Ukraine gebunden ist, dann werden sie keine zweite Front aufmachen. Das heißt, wenn der Iran Schwierigkeiten mit Israel bekommt, wonach es momentan natürlich aussieht, oder das heißt, momentan seit Jahren aussieht, dann werden die Russen ungern noch in den zweiten Schützengraben reinsteigen wollen. Das heißt, sie brauchen erstmal Ruhe in der Ukraine. Und äh, wenn Trump, der aus einer Familie kommt, die sich mit diesen äh, Endzeitgruppen verbunden hat und zwar Mitglied in entsprechenden Kulten und Sekten ist und sagt: Okay, ich schaffe dir einen ruhigen Raum in der Ukraine, dann könnte Putin entschlossener sein, auf den Krieg im Iran zu reagieren, wenn er denn losgeht. Und da scheint relativ nah vor uns zu liegen. Und wenn Trump. In diesem Feld, in diesem Fenster, in diesem Zeitfenster, das sehr gefährlich ist, weil Netanyahu zum Äußersten offensichtlich entschlossen ist, entschieden ist, wenn er in diesem Feld dann sagt, dass, falls es mal ein Attentat gegen ihn geben würde, in nächster Zeit, das hat er unmittelbar nach dem letzten Attentat gesagt, äh, dann wäre es mit Sicherheit auf Iran zurückzuführen und er vergattere seine Regierung. Dann praktisch den Tod des Präsidenten, also sein Tod, so zu rächen, dass Iran eliminiert wird. Das hat er wörtlich gesagt. Er hat gesagt, wenn ich Schüsse abbekomme, ob ihr nun Informationen habt, ja oder nein, das ist vollkommen egal, dann seid euch versichert, es war der Iran und bombardiert ihn und macht ihm den Erdboden gleich. Das ist eine Einladung letztendlich an andere Leute, die sagen, ich würde jetzt gerne, dass der Iran dem Erdgodenboden gleich gemacht wird. Wie zum Beispiel Netanyahu. Ganz kurz der Blick auf Israel, da gibt es jetzt auch äh, krasse Entwicklungen. Netanyahu hat den Verteidigungsminister Joel Galant entlassen und da rumort jetzt im Militär. Berichte über einen Militärputsch machen da die Runde, äh, nachdem er eben entlassen worden ist. Und eine Umfrage in Israel von Kanal 13 zeigt, dass 52 der Israelis Netanyahu nach Sicherheitsleck als Büro Bedrohung für die Staatssicherheit sehen, während 60 Prozent Galant für den besten Kandidaten fürs Verteidigungsministerium halten. Also da ist intern jetzt auch ein bisschen Bewegung reingekommen, weil Galant eben gesagt hat, es geht nicht weiter so im Gaza Gaza-Streifen, wir müssen da zu einer Lösung kommen und daraufhin hat er ihn eben gefeuert, der, der Nettejahu hat den Galant gefeuert. Denkst du, dass da intern sich äh, Dynamiken entwickeln, die so momentan gar nicht absehbar sind? Ich denke, dass wir immer versucht sind, in Israel die gute Seite zu sehen und da tendiert der Mensch sowieso hinzu, dass er sagt, es muss ja noch irgendwo das Gute geben, was stark genug werden kann, dass alles nicht so schlimm kommt. Man schaut sich an, was die Israelis gemacht haben seit dem Tod von Yitzhak Rabin. Sie haben immer rechts gestimmt. Und der Mörder von Yitzhak Rabin war ein Rechter. Ja, aber Und die Hälfte äh, der Bevölkerung sagt Nö zu dem ganzen Schlamassel. Also das ist jetzt nicht so, dass da 100% in die gleiche Richtung laufen. Ich kenne einige Israelis, die sind nicht ganz glücklich mit dem, was die eigene Regierung macht. Da. Das stimmt nicht, weil äh, die Rechte in Israel ist ungefähr, ungefähr drei Viertel der Bevölkerung. Drei Viertel? Dreiviertel, ja. Ja. Und wenn du dann einen Linken nimmst, einen Linken, dann ist der Linke immer noch, du musst es vergleichen zu unseren Wertevorstellungen, was halt eben, äh, was ich jetzt zum Beispiel, ein Sozialdemokrat in Israel ist bei uns rechts. Mhm. Und ein Ultrarechter dort ist, äh, ja, das kannst du bei uns auf, dem, auf der Landkarte gar nicht mehr anzeigen, wo die stehen. Also der, der Staat und die Gesellschaft ist sehr stark euphorisiert, militarisiert. Die sind äh, in einem Dauerzustand von äh, Gefechtsbereitschaft und äh, Überpatriotismus. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann zum letzten Mal eine vernünftige Linke in Israel Chancen hatte oder halt eben äh, tatsächlich auch was zu sagen hat. Das war Rabin. Aber wir das hatten doch diese Demos dieses Jahr, da sind auch wirklich Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Ist das dann eben nur der Ausdruck von diesen wenigen, die jetzt da dagegen sind und die eigentlich große Mehrheit ist... Ganz zufrieden mit dem, wie es läuft? Ja, sicher. Also die, ist, vielleicht haben sie zu wenig im Kühlschrank oder vielleicht ist ihnen Netanyahu zu korrupt. Dann siehst du auch Demonstrationen von Ultra-Orthodoxen, die einfach nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden wollen. Das sind so, was soll ich sagen, so. Nebenschauplätze. Mhm. Aber ich hätte doch gerne mal äh, irgendwie eine Aussage, dass diese belligrante, durch und durch belligrante Regierung, die ihr eigenes Volk und uns natürlich gleich mit äh, ins Feuer setzt, äh, abgeschafft gehört. Und das dürfte auch schon mal bei uns hier in Deutschland losgehen. Wir haben ja schließlich hier auch verschiedene jüdische Gruppen, also Interessensvereinigungen, nicht unbedingt nur zionistische. Also israelische, sondern halt eben auch scheinbar jüdische, die damit nichts zu tun haben. Du kriegst von denen nichts zu hören. Nichts. Dann höre ich mal irgendwas von Miret Sommerfeld oder was ich, zwei, drei Leute werden dann immer wieder durch die Manege geschleift, damit wir halt eben den guten Juden mal bewundern können. Ja, fein, sicherlich gibt es den auch. Ja? Aber wenn ich die Führungen halt eben mir anschaue, die dann halt eben argumentieren. Da kriege ich das kalte Grausen. Die großen Namen tatsächlich, die bei uns das Judentum repräsentieren sollen, das sind Ausfälle, Totalausfälle. Sie werden die ganze Zeit Israel verteidigen, egal was die machen. Ja klar, das ist ja deren Job. Ja, aber nicht nur, also gut, weil als Zionisten ist es ihr Job, ne? aber es gibt ja dann auch vermeintlich, wie soll ich sagen, unabhängige, rein jüdische Kulturverbände oder alles Mögliche. Deren Job sollte es eigentlich nicht sein. Gut, dann kannst du natürlich sagen, die sind auch heimlich finanziert und von daher, das muss man ja gar nicht öffentlich wissen. Die tun so, als ob sie zivil wären, mit Israel nichts zu tun hätten. Ja, gut, aber es gibt ja auch irgendwo, wie soll ich sagen, eine Basis ne? von Leuten, die da in so einen Trupp hineingehen und sich dann mal, was ich auf der Straße vor der Kamera stellen und den Mund aufmachen. Der Einzige, der das tut, ist Henrik Broder der Einzige. Das ist eine Katastrophe. Dann nochmal die Tangente zu Trump gespannt. Also wir haben ja die Verflechtungen auch mit seiner Familie, mit dem Jerry Kushner, Ehemann der devanka Trump. Da gibt es ganz enge Verbindungen zu Israel und die sind ja auch in der Fraktion so auf gar keinen Fall Iran. J.D. Vance hat sich ein bisschen moderater jetzt geäußert im letzten Teil des Wahlkampfs. Am Anfang war er ganz pro, also ganz, ganz kontra Iran und überhaupt und da marschieren wir jetzt gleich rein. Ich übertreibe. Ähm, wie ist da jetzt dein Take? Denkst du, dass da Ukraine jetzt eben abflaut und dafür dieses Iran-Thema immer höher kocht? Ja, das glaube ich, ja. Das glaube ich wirklich. Also mit Trump äh, scheint das wahrscheinlich. Obwohl er sagt, er will Kriege beenden und nicht anfangen, ist das dann nur seine Rhetorik jetzt am Anfang? Ja gut, das, das sagen ja alle US-Präsidenten. Und er hat ihn ja auch nicht begonnen, wenn letztendlich äh, jetzt Israel äh, da unten zündelt und die schicken sich da gegenseitig halt ihre Diplomaten in den Himmel. Äh, da kann äh, Trump immer noch sagen: Ich habe ja nichts angefangen, ja. Aber hier ist jetzt der Krieg nun mal begonnen und jetzt müssen wir schließlich irgendwas machen, ja. Und ähm, mhm. gut. Also ich denke mal, in diesem Fall macht er eine Ausnahme. Mhm. Also äh, Trump war ja sogar in der Nahostpolitik äh, äh, vernünftiger als seine Vorgänger gewesen. Das Einzige, was er großartig gemacht hat, eine Einflussnahme war, er hat Jerusalem halt eben als Hauptstadt anerkannt. Mhm. so das war eigentlich alles ne? dann hat er mal irgendwann was ich fünf Raketen nach Syrien geschickt und hat vorher dort angerufen hat denen gesagt passt auf das sind die Ziele sitzt mal zu dass ihr da rauskommt hat er das nicht war... nur die Botschaft dahin gelegt die amerikanische Botschaft nach Tel Aviv von Tel Aviv nach Jerusalem und damit de facto sozusagen Jerusalem in den äh, Status von, einem, von einer Hauptstadt ich bin mir nicht sicher ob der Jerusalem als Hauptstadt jetzt äh, so wirklich ja. Doch, das ist schon so. Und ja, okay. äh, das, ist, das hat auch damit mit seiner, wie soll ich sagen, geschichtlichen Auslegung halt, die äh, sehr ins äh, Judenchristentum äh, hineingeht, zu tun, ne? dass er denn auch denkt, äh, dass das äh, geschichtlich oder historisch oder religiös äh, so vorbestimmt sei. Und diese Karte wird ja auch von Netanyahu ständig gespielt, ne? dass Gott das will. Und äh, dieser Gottesgedanke ist ja in der amerikanischen Politik leider sehr mhm. äh, verbreitet. Mhm. Ähm, kurz nochmal auf das Kabinett von Trump gesprochen gekommen, äh, zu sprechen kommen. T, ihr wisst schon. Ähm, jetzt wird Tucker Carlson, wird schon erwähnt, dass er vielleicht mit ins Kabinett geht, obwohl der immer gesagt hat, das möchte er nicht. Der Mr. Dodge, also Department of Government Efficiency, Elon Musk, der könnte eine Rolle spielen. Sicher ist, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, dass der Robert F. Kennedy Jr. das Gesundheitsministerium Übernehmen soll und da gab es schon wohl ganz krasse Telefonmeetings bei den Pharmakonzernen in den letzten äh, 48 Stunden, ja, klar. dass da irgendwie jetzt alle äh, oh, verbrennt alles, verbrennt alles, ja. Ähm, was denkt ihr, was da jetzt so personell aufgestellt werden wird und wird er die Fehler beim ersten Mal wiederholen? Nee. Natürlich nicht. Äh, der wird gelernt haben, der wird jetzt besser aufgestellt sein. Und äh, vor allen Dingen, ja, das Kabinett äh, dürfte interessant sein, weil es auch aus Tech-Oligarchen besteht, äh, die jetzt äh, auch durch ihre technologische Macht, durch ihre Infrastruktur, durch die KI, ja, plötzlich äh, über Tools verfügen, über die hätte ja jeder frühere Diktator nur äh, geträumt. Ja? Äh, Mask hat jetzt gerade auf X, äh, Ovus, Nee, Novus Ordo Seclorum gepostet. Ja, also die neue Weltordnung ist eingeläutet äh, und ja, das, das, das kann ein auch ein bisschen äh, erzaudern er, er lassen. Ja? Also, ich kann das nicht so ganz äh, abschätzen. Es ist auf jeden Fall spektakulär interessant, äh, wenn man jetzt so Typen wie Tucker Carlson oder Elon Musk ernsthaft an der US-Regierung sieht. Das ist ja im Grunde noch absurder als Trump selber. Aber an Trump hat man sich irgendwie gewöhnt. Ich weiß noch 2015, als er gesagt hat, ich will US-Präsident werden, wie alle gelacht haben, inklusive wir, weil das einfach zwar typisch amerikanisch, aber irgendwie trotzdem Unvorstellbar war und jetzt äh, wird das zur Normalität und eben auch interessant an dem Aspekt ist ja die Tatsache, was die Medien betrifft. Ja, ähm, Trump hat ARD und ZDF ausgeschlossen bei seiner Wahlkampfveranstaltung. Aber wem hat er Interviews gegeben? Unter anderem Ketzer der Neuzeit. Ja, der deutsche YouTuber, der ist da einfach hin, der war sogar bei ihm zu Hause. Ja? Wie heißt das? Lago Dingsbumster. Ja? Die, die YouTuber, selbst die deutschen YouTuber, die kriegen Interviews von Trump. Ja? Er selber sitzt drei Stunden bei Joe Rogan, äh, redet mit Tucker Carlson. Und das ist ja etwas, was die Mädchen, glaube ich, richtig äh, sehr befürchten. Ähm, und deswegen das natürlich auch die ganze Zeit in irgendwelche Ecken drängen müssen und als Unjournalismus abtun müssen und so weiter. Aber diese Wahlnacht, letzter Satz, den wir jetzt, die wir jetzt letzte Nacht hatten, das Feedback darauf, das ist ja erstaunlich. Ganz oft wurde geschrieben, das war das beste deutsche Wahlnachtprogramm. Teilweise hatten wir mehr Zuschauer als die Tagesschau sowieso, aber selbst eine anderthalbe Stunde hatten wir mehr Zuschauer als News, die nun wirklich sehr professionell auftreten, aber eben auch sehr redaktionell und alle wissen es oder die meisten dürfen es wissen, eben auch nicht komplett unabhängig. Und das zeigt, dass dieses authentische äh, nicht hundertprozentig durch äh, vorher durch redaktionalisierte programm ja, sondern du sitzt halt schnottrig mit äh, mit einem pullover und einem Cabby vor der vor der, vor der kamera und erzählst halt, was du denkst, wie die der Schnabel gewachsen ist. Und dass das gut ankommt, dass die Leute das mehr sehen wollen, ja, das nutzt eben Trump. Und ich bin gespannt, wann äh, man das in Deutschland im Prinzip erkennt und wahrscheinlich dann die AfD, die hat das ja teilweise auch handhabt, die das ja auch so, dass bei ihren Wahlkampfveranstaltungen und Parteitagen äh, bestimmte Teile der Massenmedien gar nicht mehr eine Akkreditierung. Bekommen, ja. Aber ich bin mir sicher, wenn wir da als Noviso an die Tür klopfen würden, hätten wir kein Problem damit reinzukommen. Und das ist etwas, was einen enormen Impact auch auf diese US-Wahl hatte und was das etablierte Establishment überhaupt nicht geschnallt hat bis jetzt. Aber überhaupt nicht. Die, die wissen gar nicht um die Macht, die, die Reichweite äh, von Podcastern, vom Internet, ja, von diesen äh, Bürgerjournalisten. Ja, das haben sie bis jetzt überhaupt nicht geschnallt. ja ein gutes wort von dir in der tat. ja ich könnte nichts hinzufügen außer vielleicht dass ich tatsächlich auf äh, tucker carlson setze dass er tatsächlich äh, der regierung oder vor allen dingen trump nahe stehen bleibt weil er ähm, noch der bessere trump ist. Ne? also tucker carlson habe ich jetzt nicht so richtig religiös verortet ist eigentlich jemand wie wir, der sich in erster Linie um die Wahrheit bekümmert und auch unangenehme Wahrheiten anzunehmen, bereit ist und dann sein Weltbild neu zu justieren. Der kommt ja ganz woanders her. Der war ja völlig angepasst. Ne? Und inzwischen ist er tatsächlich auf einer ganz neuen Schiene, wo er dann auch Feindbilder erkennt, also die real sind, die real zu sein haben, wo wirklich, also Feindbilder haben ja auch einen Sinn irgendwo, dass man dann sich vor bestimmten Gruppen denn durchaus fürchten mag, ja, und sollte, bevor die uns in den Krieg führen. Und das hat Tucker jetzt drauf. Und äh, wo könnte der, der eingesetzt wegen... werden? Als welche Position? Als Sprecher vom Weißen Haus? Oder, oder was, was wäre? Er ist Medienmensch, ne? Ja? Das wäre nicht gut, weil dann wäre er im Grunde eigentlich nur ein Papagei, der halt mhm. eben etwas wiedergibt, was man oben möchte. Also, es wäre für meine Begriffe besser, wenn er, naja, Medienpolitik zum Beispiel, wenn er dafür sorgen könnte, dass tatsächlich äh, ein alternativer Medienrahmen entstehen kann. Das hatte ja äh, Hugo Chavez, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, in Venezuela auch gemacht. Äh, der hatte sogar noch ein eigenes Hollywood aufbauen wollen, bevor er dann mit Krebs geschlagen wurde. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Finanziers halt eben, die sowas anschieben können. Und so ein paar, was ich, so ein paar Blockbuster äh, mit einem entsprechenden guten Hintergrund, äh, filmisch, Drehbuch, wäre schon geil. Ja. Mhm. Und da könnte mit Sicherheit Taka da vielleicht auch ein bisschen was bewirken, ne? dass er die Leute halt eben medienseitig ja. so ein bisschen aufklärt. So, der Chat hat mich gerade darauf hingewiesen, die Sendung heißt Politbeben in Berlin und ihr redet die ganze Zeit über Trump. Lass uns nochmal kurz den Bogen spannen äh, in die Heimat. Ähm, wie, wie seht ihr das überlebt diese ampel noch weihnachten oder wird jetzt scholz tatsächlich noch, noch weitere acht wochen gewährt bis er dann endlich mal die vertrauensfrage stellt müsste er die nicht sofort stellen ja wenn es so ein datum Macht zu nennen ist doch albern da ist die machtposition vom kanzler natürlich laut verfassung laut grundgesetz eben ganz schön stark und wenn er die selber nicht stellt dann kann man ihn auch schlecht wegschießen äh, politisch äh, quasi äh, kaltstellen meine ich jetzt nur und März fordert jetzt aber schon für den Januar Neuwahlen. Das, also, das würde bedeuten, dass man jetzt Anfang, Mitte November schon anfängt, das Ganze aufzugleisen. Wenn jetzt aber erst im Januar dann irgendwann in der zweiten Woche die Vertrauensfrage gestellt wird, dann dauert es ja nochmal 60 Tage, bis dann eben eine Wahl stattfinden muss. Und das wäre dann wieder bis April und viele befürchten eben, dass bis dahin des Unhaltes diese schreckliche Regierung, die, die schlimmste Regierung jemals in der Bundesrepublik, ja, das muss man so aussprechen, so deutlich. Das ist keine Polemik, das ist so. Das, das ja. ist tatsächlich so, das sagen alle Leute, die wirklich Ahnung haben, dass dann, dass das dass nicht so schlimm war, wie, wie, wie was vorher war, dass die eben noch mehr Unsinn und, und schreckliche Dinge veranstalten bis dahin, ja. Du siehst ja mhm. auch den, den fast schon religiösen Eifer, mit dem die ihre Programme durchsetzen. Lane Ducks, sowohl Biden als auch Scholz, äh, wissen, dass sie bald äh, wechseln Und das macht sie besonders gefährlich. Ja, so. Also, worauf ich vielleicht noch hoffen würde, wenn es, wenn es noch länger dauern würde. Und das können wir eigentlich äh, für möglich halten. Also, das, äh, die können weiter rudern, die können sich Mehrheiten suchen. Es gibt genug, äh, wie soll ich sagen, einkaufbare Gestalten in den Parteien. Das sieht man ja schon in der FDP, wo Wissing halt eben den Absprung genommen hat und dann rübergegangen ist in die Regierung, obwohl er FDP-Mitglied bisher gewesen ist. Und wenn es dann um Mehrheitsentscheide geht, dann wird es genug Leute geben aus der CDU, die den Finger heben, wenn sie halt eben noch ein Extrageld bekommen oder weil sie tatsächlich überzeugt von einer bestimmten Vorlage sind, die mit der NWO zu tun hat. Also von daher kann, könnte es so weitergehen. Und da sollte sich vielleicht noch, um das Ganze für uns noch an Land zu ziehen... Die AfD noch mal enger mit äh, dem BSW zusammensetzen, dass sie vielleicht noch eine Regierung aufgestellt bekommen, in, der, in Thüringen beispielsweise. Ja? Da ist die AfD ja nicht äh, neoliberal oder liberal, sondern eher schon sozial angehaucht. Also, dann muss ich denn, die Partei aber aber umbenennen in B. Bitte was? Dann muss ich die Partei umbenennen in B. Ja, dann muss ich das SW streichen, äh, das wird niemals stattfinden. Ähm, das ist aber dann schön dumm, ne? weil der Punkt ist. Ja, natürlich wenn du in drei monaten wahlen hast dann wäre es verdammt klug von dir dass du schon mal irgendwo verantwortung übernimmst und zwar so sehr verantwortung dass es spürbar wird dass also praktisch schütze arsch unten der wähler merkt hier hat sich jetzt richtig was bewegt und das können sie nicht in einer Vierparteienkoalition. koalition das können sie gleich vergessen das können sie allerdings mit einer einzigen partei mit der Sie zusammengehen und zwar am ehesten mit der AfD. Und tun Sie das und teilen sich dort die Posten und sagen, wir machen jetzt halt eben einen Drei-Monats-Vertrag, wo wir halt eben durchboxen, was möglich ist. Und wir machen hier wirklich, wir zeigen den Leuten, was möglich ist in kurzer Zeit. Dann sind Sie beide halt eben bei der Bundestagswahl, die dann kommt, verdammt gut aufgestellt. Dann haben Sie sich nämlich bewiesen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil äh, jetzt halt eben sofort zu wählen, ist auch für das BSW nicht so besonders günstig. Die werden momentan ein Stück weit abgestraft, weil sie eben nicht, für meine Begriffe jedenfalls, mit der AfD reden. Ja, richtig. So, und äh, die äh, FDP hat auch nichts zu lachen. Aber die muss dann auch schwer rudern. Die müsste sich auch erstmal in irgendeiner Form beweisen. Aber bevor Sarah Wagenhecht auf die AfD zugeht, äh, äh friert die Hölle zu. Ja. Oder, oder viel, viel eher äh, wird der Kretschmann noch ein Bündnis mit der AfD in Sachsen eingehen. Ähm, also also das, 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 wird nix, das wird nicht passieren. Ähm, und ja, ich denke am sinnvollsten, ob die das wollen oder nicht, ja, aber das ist ja der Wählerwille. Ähm, Brauchst du halt eine stabile Koalition aus möglichst wenigen Parteien, die eben die Mehrheit bilden? So, das ist in diesem Land im Moment schwarz-blau. Wenn du dir Wahlkarten anguckst, dann hast du, einen, der, der Westen wählt schwarz, der Osten wählt blau und die zusammen, zusammen wären eine mächtige Koalition gegen jeden grünen Schwachsinn. Aber da hast du ja schon wieder das Problem, dass die SPD und die CDU ja irgendwie so mit den grünen Ideen ja ganz schön liebäugelt. Ja, natürlich solange sie in der opposition sind wird dann immer auch viel äh, schlamm geworfen aber sobald jetzt die grünen mit der cdu zusammengehen würden würde die cdu auch sehr wieder eine merkel cdu werden ja auch unter merz davon bin ich überzeugt aber die, die, was du gerade angesprochen hast ist äh, vielleicht wieder ein türöffner wenn du jetzt sachsen halt eben hervorhebst ja wo eine Koalition CDU und äh, AfD möglich wäre und wo auch schon heimlich gesprochen worden ist hinter verschlossenen Türen, dann ist das auch ein guter Türöffner für die AfD und auch für die neue CDU, auf die ich hoffe. Denn es wird einen riesengroßen Krach geben, falls das Sachsen tatsächlich machen sollte. Das wird die CDU spalten und das kann nur gut gehen. Das kann nur gut sein. Dann ist nämlich dann auf einmal März wieder im Gespräch, ob er noch weiter bleiben kann und der muss weg. Ansonsten funktioniert es nicht. Weil also, März geht jede Koalition ein, um die AfD draußen zu halten. Genau. So, deswegen hoffen wir auf einen Sinneswandel von unserem sächsischen Ministerpräsident Kretschmer. Der wird nicht kommen, das ist Utopie, das ist mir völlig klar. Aber das wäre doch mal was. Ne? Unser Chat Oder ich würde mir auch wünschen, dass die AfD und die BSW die großen neuen Volksparteien sind, weil ganz ehrlich Kanzlerduell Scholz gegen Merz, das ist ja genau wie Harris, ja, aber ein kanzlerkandidatinnen Ho äh, Hotel wollte ich sagen ähm, äh, Duell zwischen Wagenknecht und Weidel, das hatte doch Feuer und das war auch ansehnlich, ganz ehrlich, ja, also äh, äh, beide wären mir lieber als einer der anderen beiden Oppas und ähm, ich hoffe so sehr dass sich dieser wind auch hierzulande so dreht dass äh, erstens politik mal wieder spannend und ansehnlich wird und äh, zweitens auch mal wieder den, dem wohle des volkes dient. Ja? Ähm, das wäre schön. ich habe gerade eine meldung in unserem chat gelesen nämlich dass laut dem philipp amtor der der ist auch von der CDU. Soll der nächste Merz, Finanzminister soll eben im März äh, äh, bereits einer irgendwie gearteten Minderheitenregierung und Duldung der CDU eine Absage erteilt haben und will auch jetzt die Vertrauensfrage. Also ähm, da bin ich jetzt gespannt, was für eine Dynamik das da in den nächsten Tagen äh, erreichen wird. Aber naja, wir sind jetzt auf jeden Fall mal. Gespannt, was so, was, was da passiert. Sehr bewegte Zeiten, sagen wir mal so. Die, die Nachwehen aus Amerika werden die nächsten Tage noch so nach und nach eintröppeln, wenn dann bekannt wird, welches Kabinett da drüben äh, zusammengestellt wird und dann auch, wie sich die europäischen Nationen, sprich die Regierungen auf den Trump einschießen. Ähm, das ist schon, das, also dynamisch wird es auf jeden Fall in diesem Advent, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber Scholz wird die Vertrauensfrage nicht von selber. So schnell stellen, er wird so weit wie möglich hinauszögern wollen. Ja, weil er in die Geschichte eingehen will. Sagte, als das wäre Suizid aus Angst vorm Tod. Ja. Wenn er als schlechtester und schlimmster Kanzler aller Zeiten in die Geschichte eingehen will, dann muss er nur auf dem Weg bleiben. Und das hat er schon geschafft. Das Also hat hat nicht ja. nichts mehr tun. Ja. Eine schreckliche Episode in der Geschichte der Bundesrepublik. Das hat neulich an einem Radio gesagt, ja. Nichts wird außer, außer dem vom Scholz bleiben, ja. Nun denn. Ja, meine Herren, also dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Äh, haben wir das jetzt mal kurz besprochen alles? Ich denke mal, das wird Zeit äh, oder es, es gibt genügend Gelegenheiten, in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht nochmal andere Breaking News-Sendungen reinzuschieben. Wolfgang, an dich ganz herzlichen Dank, dass du so spontan Zeit hattest und uns da mit deiner Expertise wieder irgendwie ein bisschen weitergeholfen hast. Ähm, es bleibt spannend und ich weiß, du bleibst dran. Tschüss, danke. Ja, von mir auch vielen Dank. Und äh, vielleicht noch kurzer Hinweis: Die Sendung haben wir jetzt gemacht, weil die nächste Homeoffice-Sendung läuft ja erst Samstagabend, 20 Uhr. Das wäre definitiv zu viel Zeit gewesen bis dahin. Äh, wir hatten das dringende Bedürfnis, äh, trotz Schlafmangel, der irgendwie immer noch in uns steckt <laughs> nach der langen Weihnacht, ähm, uns hierzu zu äußern. Und ja, danke fürs Zusehen. Spätestens Samstagabend sehen wir uns wieder im Homeoffice. Bis dahin danke dir, Wolfgang, und bis bald. Alles Gute, ciao, servus, tschüss. We'll be right <laughs> back.